Tritt näher, Jude. Näher, nur ganz her, nur ohne Furcht. Ich bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan. Ja. Den weisen Nathan. Nein. Wohl, nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Oh, Sultan, ich bin ein Jud. Und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Lass mich die Gründe hören, denen ich selber nachzugrübeln nicht die Zeit gehabt. Du wächst mich mit dem Auge. Sprich. Oder willst du einen Augenblick dich zu bedenken? Gut, ich gebe ihn dir. Denk nach. Wunderlich. Wie ist mir denn? Was will der Sultan? Was? Ich bin auf Geld gefasst. Und er will Wahrheit. Wahrheit. Und will sie so bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre. Ja, wenn noch uralte Münze, die gewogen ward, das ginge noch. Allein so neue Münze, die man aufs Brett nur zählt, das ist sie doch wohl nicht. Wie Geld in Sack, so striche man in Kopf auch Wahrheit ein. Wer ist denn hier der Jude? Ich oder er? Doch wie? Wenn er die Wahrheit nicht in Wahrheit wollte? Zwar der Verdacht, dass er die Wahrheit nur als Falle brauchte, wäre auch gar zu klein. Zu klein? Was ist für einen Großen denn zu klein? Ja, gewiss, gewiss, er stürzte mit der Türe so ins Haus. Man klopft doch, hört doch erst, wenn man als Freund sich naht. Ich muss behutsam gehen. Doch wie? Wie das? So ganz und gar Stockjude sein zu wollen, geht schon nicht. Und ganz und gar nicht Jude geht noch minder. Denn wenn kein Jude, dürfte er mich nur fragen, warum kein Musel? Mann, das kann mich retten. Er kommt. Er komme nur. Ich komme dir doch nicht so geschwind zurück. Du bist zu Ende mit deiner Überlegung. Nun, so rede. Es hört uns keine Seele. Möchte auch noch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Ja, das nenne ich einen Weisen. Nie die Wahrheit zu verhehlen. Für sie alles aufs Spiel zu setzen. Leib und Leben, Gut und Blut. Ja, wenn es nötig ist und nützt. Von nun an darf ich hoffen, einen meiner Titel Verbesserer der Welt und der Gesetze mit Recht zu führen. Traun, ein schöner Titel. Doch, Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du mir wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen. Warum das nicht? Erzähl, erzähle. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass der Mann im Osten ihn nie vom Finger ließ und die Verfügung gab,
auf ewig ihn bei seinem Hause zu behalten. Nämlich so, er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei. Und stets der Liebste, unansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt der Fürst des Hauses wäre. Versteh mich, Sultan. Ich verstehe dich. Weiter. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald jener, bald der Dritte, sobald ein jeder sich mit ihm allein befand und seiner gießend Herz die anderen zwei nicht halten, würdiger des Rings, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Ja, das ging nun so, solange es ging. Allein es kam zum Sterben. Und der gute Vater kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet insgeheim nach einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Rings zwei andere bestellt. Und weder Mühe noch Kosten sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Und wie er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt.